Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Crime Scene Simulator. Ja, wir hatten ja eigentlich gesagt, dass wir erst am nächsten Tag im Endeffekt einschalten werden sozusagen. Also die Aufnahmen beginnen werden, aber unser Handy ist schon am Dingeln hier. Mr. Kowalski, Boy Victor, not even a drop of ketchup left. So I've sent you a little present. Big Jim likes to appreciate his people. I also put in a good word for you in the underworld. Expect new customers coming. More customers or more psychos? Nun, ich würde sagen, in diesem Bereich ist das ziemlich gleich. Ja, mein Schatz, möchtest du das? What? You're such a good boy, you don't want to touch that? Du willst es nicht anfassen, aber es hängt trotzdem... Oh, das ist immer cool. Ich brauche einen Screenshot, los. Warum macht Steam keine Screenshots? Ah, jetzt. Das ist ein braver Hund, der lässt die Pizza nur schweben. Der frisst sie aber nicht. Nun gut. Okay, also wir gehen jetzt mal ins Bett. Machen es heute mal etwas anders. So. It's open. Just come in. Hi, is Mark back home already? He should be in a few minutes. Do you want something to drink while waiting? No thanks. Mom? What are those noises down there? Und Hundefutter, ich will endlich mal... Da kann man... Ich wusste, dass der Geist mich verfolgt hat. Ich wusste es. I need your services, man. Son of a bitch was having an affair with my wife. So I just offed him and his entire family. The problem is, I didn't really think it through, so you'll need to get rid of the surveillance footage as well. I'll send you the address over email. I just need to wash this blood off me first. That doesn't sound good, but duty calls. Nee, das klingt wirklich nicht gut. Wo ist unser Schätzelein eigentlich? Hä? Hat er sich versteckt? Mein Süßer. Hundi ist nicht... Hundi wartet hier auf mich. Sorry, ich will mir Tschüss Dexter, sagen. But it's no time for a walk. Ah ja, es tut mir leid. Ich kann dich leider nicht mitnehmen, weil das ist eine ganz große Gegend da. Die kennen wir nämlich schon von der Demo. Und leider funktioniert das alles nicht. Aber du bist ein ganz braver. Du passt hier auf, dass keiner nach hier kommt und hier ein Blutbad anrichtet. Okay? Mein Schätzchen, wir müssen jetzt los. Also ich muss jetzt los. So, ich weiß gar nicht, wo das ist. Moment, hier ist gar nichts rot. Ach so, ich habe es noch nicht angenommen, mich doof. Ha, ha, ha. Schlau, ne? Im Keller war das, glaube ich. Ich bin hier gerade komplett durcheinander. Es tut mir wirklich leid. Hier, genau. Tyler Novak. Hallo, Nachbar. Ich hoffe, Sie haben noch nicht genug von mir, Herr Kowalski. Denn wissen Sie was? Trisha und ich ziehen zusammen in eine Wohnung in Ihrer Nähe. Vielleicht wird es jetzt einfacher, sich zu treffen, sich auszutauschen und einfach zu plaudern. Sie sollten uns besuchen kommen. Im Moment mieten wir nur. Aber wissen Sie, Big Jim scheint mich zu mögen und bezahlt mich wirklich gut. Ach so, der ist das. Ja, ja, klar. Vielleicht können Trisha und ich eines Tages ein eigenes Haus kaufen. Das wäre verdammt erstaunlich. Wir haben bereits angefangen zu sparen. Ich kann nicht glauben, dass alles so gut läuft.
Wobei ich immer noch nicht weiß, was jetzt eigentlich mit meiner Tochter ist, ne? Aber, naja. Ich hoffe mal, dass das alles, dass das alles automatisch läuft, wollte ich gerade sagen. 12.000 plus Extras. Haben wir so viel auch in der Demo bekommen? Ich bin mir ehrlich gesagt gerade nicht sicher. Und ich werde mal schauen, ob ich das eventuell jetzt wesentlich schneller hinbekomme. Ich hoffe es, weil mittlerweile weiß ich ja, wie ich das Spiel handhaben muss, ne? Was ich machen muss. Und außerdem sind meine Sachen ja auch verbessert. Ach, verbessert, da muss ich gleich nochmal gucken. Pedro Rascal. Reinigungsdienste dringend benötigt. Fahren Sie direkt zu King's Cross Street 6 im Bezirk Cremptons. Löschen Sie die Überwachungskameraaufnahmen. Sie werden 5 Leichensäcke brauchen. Vergessen Sie nicht den toten Mistkerl im Keller. Machen Sie es schön sauber und vermasseln Sie das nicht. Denken Sie dran, Sie sind uns was schuldig. Nö, bin ich eigentlich nicht, aber nehmen wir natürlich trotzdem an. Affäre mit dem Tod. So. Hier ist ja sonst nichts mehr, was ich machen kann. Dann fahren wir jetzt aber mal los. So, Schätzelein. Tut mir leid. Ich muss. Da hinten ist es, genau. Zack. It'll be a long night. Kapitel 5. Affäre mit dem Tod. I don't know at which point it started to become mundane. But I do remember that, at that time, all I was thinking about was, at least it wasn't me who was being put in a bag. So. Wir hatten hier. Time to look for the bodies. Wir hatten hier eine Axt. Entweder kann ich die mitnehmen oder werfen. Ich weiß, dass man mir gesagt hat. Halten, wirf. So. Dass man mir nämlich in der Demo gesagt hat, ich soll die werfen. Ich glaube, so habe ich gelernt, wie man die Sachen wegwirft. Das war jetzt dumm, weil ich hätte die Axt. Jetzt ist sie weg, oder was? Wo ist sie denn jetzt hingeflogen? Ich hätte die Axt vielleicht noch nutzen können. Oder ist sie hier? Die ist hier, versteckt, okay. Nee, ich hätte die nicht nutzen können. Ah, schade. Na gut. Gehen wir erstmal rein. Also, ich habe hier, glaube ich, noch keinen Zugriff drauf, oder? Doch, hier habe ich schon Zugriff drauf. Interagiere. Macht der das schon? Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Macht der jetzt schon alles weg? Achso, hat der jetzt schon gemacht. Fuck. What a bloodbath. Ja, das nennt man Blutbad in der Villa. Machen wir mal so. So. Hier können wir nichts öffnen. Ich muss hier mal so ein bisschen chronologisch, sage ich jetzt mal, durchgehen. Ich muss erstmal wieder überlegen, was ich wie machen muss und wie komme ich jetzt nochmal da rein. Ich kann mich noch recht gut dran erinnern. Das stimmt, hier ist ja schon alles rot, also alles rot, ne, alles Blut. Sollte ich vielleicht erstmal was aufstellen? Ja, Lichtbrauung ist die eine Sache. Aber es ist halt ganz gut, wenn man es dabei hat. Ach, ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet. Moment, kann ich das? Ich kann das nicht im Nachhinein, oder? War das mit... Doch, mit C. Aber ich habe keine Punkte. Das war's. Okay. Ich wollte nämlich eigentlich vom Hochdruckreiniger das letzte hier noch machen. Damit ich den noch auf dem Rücken tragen kann. Und, naja, gut, die Düse wäre natürlich auch nicht schlecht gewesen. Ich wollte noch einige andere Sachen machen, aber, ja, irgendwie kommen wir da jetzt, glaube ich, noch nicht so zu. Egal, fangen wir jetzt erstmal an, hier zu reinigen. Kann theoretisch auch ein Nickelchen da reinmachen, damit es besser geht. Ich habe den Tipp bekommen. Wie geht das? Erhöht die Fähigkeit, schwierige Flecken zu reinigen.
Kann ich das hier reinfüllen? Nee, anscheinend nicht. Anscheinend geht das nur beim Rest. Na gut, schade. Schade, schade. Dann müssen wir es halt so machen. Kann sein, dass ich das... Obwohl, ich habe es doch eigentlich schon freigeschaltet, oder? Dass ich Reiniger benutzen kann? Bin mir jetzt nicht sicher, wie das jetzt funktioniert. So, Moment. Das Blut fängt erst hier an. Das heißt, wir können das schon mal wieder zurückstellen und das hier mitnehmen. Na, na, so. Ich meine, das geht ja relativ schnell hier draußen. Das ist ja schon mal das Gute. Wir haben jetzt auch einen wesentlich höheren Tank, als wir ganz am Anfang noch gehabt haben. Das ist auch super. Das Einzige, was ich halt nicht so weiß, wenn ich das tatsächlich alles nochmal durchspielen muss, um die Sachen zu finden, die ich vorher nicht gefunden habe, wie lange ich dann noch da dran hänge. Weil man macht ja im Prinzip das ganze Level dann ja wieder neu, was ich verstehen kann, aber was für mich dann natürlich doof ist, weil ich das ja schon mal alles gemacht habe. Andererseits, ich kann es ja normalerweise auch abbrechen, ne? Wenn wir das einmal hier aufgenommen haben, dass ich dann nur die Geheimnisse suche, die ich noch nicht gefunden hatte, und dann breche ich den Rest einfach ab. So könnt ihr das theoretisch auch machen, wenn ihr die 100% noch erreichen wollt. Wobei ich jetzt nicht genau weiß, was man jetzt für die 100% natürlich braucht. Na, komm. Das hier unten schaffen wir noch. Jetzt dürfte es auch bald leer sein generell. Na gut, bald leer. Ist noch ein bisschen was drin, aber können wir den eh schon verstellen müssen. Können wir den auch direkt mitnehmen. So. Hallo? Wir machen erstmal hier oben den Mist weg. Dann haben wir das nämlich schon mal gereinigt. Ich würde sagen, dann sammeln wir auch erstmal den Müll ein. Das ist jetzt nur so rosa wegen der Lampe, ne? Genau. Ich weiß noch so in etwa, was ich machen muss. Ich habe auch gesagt bekommen, dass da wohl noch was ist. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das damals gefunden hatte. Ich bin mir auch nicht sicher, wo es ist. Ich weiß nur, es ist irgendwo hier im Außenbereich. Das soll wohl noch ein Basketballfeld sein. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, hier war gar nichts, oder? Ach, wenn man so weit rausläuft, dann packt man das automatisch weg? Och. Okay. Das habe ich nicht gewusst. Nein. Ach. Ich wollte hier drauf drücken. Mann. Du stehst da jetzt richtig gut. Komme ich da ran? Ja, doch, komme ich aber noch. Okay. Ich weiß aber, dass ich damals, glaube ich, in der Demo ziemlich lange gesucht hatte. Bis ich vorne die Tür entdeckt hatte oder halt eben wusste, dass ich da überhaupt was machen musste, um den abzulassen. Also den, lass mal hier hin. Also das Wasser vom Pool, so, das wollte ich sagen. Oder das habe ich relativ schnell gemacht, nur mit dem Strom habe ich lange gebraucht. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ich weiß aber so ungefähr noch, zumindest wo es ist, was ich jetzt genau machen muss. Ach nee, ich glaube, wir haben im Pool was gefunden, wodurch wir dann... That's where he was shot for the first time. Managed to walk a few steps and fell into the water. Mhm. Wir haben, glaube ich, im Pool was gefunden, wodurch wir dann weiterkamen. Das war es mal nicht. Haben wir jetzt hier noch irgendwo Müll draußen? Das sieht hier soweit alles gut aus. Ach nee, ich glaube, das habe ich doch gefunden hier. Die Frage ist nur, ich habe ja, glaube ich, in der Demo mal versucht, da reinzutreffen. Oh. Aber nicht so. Na komm. Ach komm. Es hat fast geklappt. Ich will das jetzt wissen. Ich weiß dadurch... Oh.
weiß, dadurch, dadurch dauert das Ganze jetzt ein bisschen länger. Ich werde auch, wenn ich dran denke, werde ich die Versuche... Basket Chase! Yes! Da kriegt man wirklich eine Errungenschaft für. Die Frage ist, wird man jetzt eine Errungenschaft kriegen, wenn ich da 10-mal dran reinwerfen würde? Aber egal. Das machen wir jetzt nicht. Ich wollte nur wissen, ob man tatsächlich beim ersten Mal eine Errungenschaft bekommt, weil das sah mir irgendwie schon so aus. Was ist mit der Leiche hier oben? Wir haben sonst keine Möglichkeit, die vorsichtig da wegzukriegen, oder? Die fällt immer darunter, nehme ich mal an, ne? Oder fällt die nicht immer darunter? Ich bin mir nicht sicher. Moment, hier fehlt noch ein Stuhl. Achso, der Stuhl ist da unten drin. Ich bin mir wirklich nicht sicher. Ich würde es gerne wissen. Ich glaube, ich werde so oder so Fußabdrücke hinterlassen, ne? Oder kann ich das von hier oben aus machen? Hier das gar nicht freiräumen von oben aus. Na. Ah, ich glaube, ich... wenn ich nicht so schnell laufe. Glaube, ich komme hier sogar durch, ohne dass ich Schuhabdrücke hinterlasse. Guck mal, kann man auch ein Tor schießen mit den Dingern? Das wäre auch ganz cool zu wissen. Weil das war ja alles in der Demo, hat man ja keine Errungenschaften bekommen, was ich immer ein bisschen schade finde. Gut, wenn die Demo natürlich jetzt ein Kapitel von mittendrin ist, okay, kann ich es noch nachvollziehen. Bei anderen Sachen ist es zum Beispiel so, dass die Demo ja der richtige Prolog ist, also quasi das erste Kapitel meistens. Und wenn man das sowieso schon gemacht hat, dann möchte man das ja ungern nochmal machen. Also auch wenn man das Ganze nochmal durchspielt. Und dementsprechend, finde ich, sollten dann solche Sachen immer angerechnet werden, wenn man das ganze Spiel spielt. Aber gut, das sind jetzt so Kleinigkeiten, sage ich jetzt mal, wo ich da meistens drüber nachdenke. Jetzt wird es auch bald mal leer werden, denke ich mal. Noch nicht zu weit weg. Ja, es ist schon leer. Gut, dann nehmen wir dich jetzt erstmal mit. Achso, stimmt, ich hätte ja auch da reingehen können, ich Idiot. Ich bin ja auch so clever. Anstatt an der Seite runter zu gehen, vorher vorsichtig alles sauber zu machen. Na gut. Kann man die Kettensäge eigentlich benutzen? Ich bin mir nicht sicher. There you go. Ah, irgendwo. Ne, die konnte man nicht benutzen, ne? Schade. Eigentlich. Aber gut. Okay. Müllsäcke lassen wir mal hier. Das müssen wir erstmal wieder auffüllen. Da oben ist soweit alles sauber. Oder eigentlich generell hier oben ist soweit alles sauber. Dann muss ich nur noch in den. Hier ist vielleicht nicht so günstig. Muss ich nur noch in den Pool rein und das Ganze säubern. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich glaube, da brauche ich jetzt keinen... da ist ja auch der Schlüssel, genau. Ich glaube, da brauche ich keine Lampe für, weil das ist ja recht offensichtlich. Es ist auch sehr dunkel. Also das Blut um mich herum auch, aber... Dürfte bald alles sein. Den nehmen wir schon mal mit. Werkstattschlüssel. Hm, ja, genau. Damit kam er dann nämlich in diesen Raum rein, der vorher abgesperrt war. Das habe ich jetzt nicht dran
gerüttelt, aber das war, wo die zwei Türen am Anfang waren. Ich glaube, da die rechte Tür müsste das gewesen sein. Das ist zwar schon eine ganze Weile her und mit der Steuerung, das wusste ich auch ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr. Aber ich hoffe, ich mache das jetzt nicht noch komplett blutig hier. Aber das sind so Sachen, die ich auf jeden Fall noch weiß. Ich hätte Poolreiniger werden sollen. Da gibt es übrigens auch eine Simulation zu. Die ich glaube, sogar habe oder mir mal besorgen wollte im Angebot. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich bin ja so ein Simulationsfreak, wie ihr schon mitbekommen habt. Die muss ich jetzt gleich mal irgendwohin wegwerfen. Oder wegstellen. Sagen wir es mal so. Bum, bum. Au. Was mal denn hier? Nein, soll es da nicht gegenhauen? Schmeiß mal ein bisschen hier komplett raus. Damit das nicht dauernd hier im Weg rumsteht. Fast perfekt. Ich meine, da kann man so nichts mehr sehen. So, der Rest ist aber soweit. Und das hier konnte ich jetzt auch gerade sehen. Ich wische das ganze Blut auf. Ich finde es gut, dass der den Rest immer selbstständig macht. Ich weiß zwar nicht so genau, warum. Ich wollte es einpacken. Aber ich finde es trotzdem irgendwie gut. Das war hier, ne? Genau. Hallöchen. Mr. Money ist auch wieder da. So, Schwimmbecken, Müll entsorgen ist klar. Körper entsorgen. Villa in den Bergen. Beweise sammeln 1. Kann das sein, dass das im Raum drin war? Bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ja, hier ist ein Beweis. Mr. Castle, can I talk to you for a second? About what? You and Bianca Brenner. What are you trying to... I saw you two last night. Even took some photos. But your wife doesn't need to see them. I just... Shut up. Not here. Let's go inside. One affair too far, Mark. Okay, Beweise sind alle vorhanden. Hier sieht mir nichts danach aus. That should open the main door. Das war für die Tür. Ich wusste, irgendwas hier drin war für die Tür. Ah, sehr schön. Geld haben wir auch. Kann man nicht öffnen, ne? Da ist, glaube ich, nichts drin, wenn ich das richtig sehe. Ach, das ist der Müllsack. Ja, ja, klar. Okay, Wasser und Lampe ist auch klar. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich da jetzt wieder Wasser reinmachen soll, aber das könnten die ja theoretisch auch rausgeholt haben. Die packen wir mal ein. Hier sollte normalerweise nichts mehr sein. Müll habe ich ja hier soweit entsorgt. Müllsäcke entsorgen ist natürlich noch die andere Sache. So.
Wasser ist auch klar in diesem Raum, soweit ich mich erinnern kann, ist, glaube ich, nichts gewesen. Außer Sachen, die wir noch stehlen können. Wieso wurde mir das jetzt gerade nicht angezeigt? Lieber auf. Ah, Moment. Sehr schön. Dvorak-Quartett Number 12. Das bringt uns auch nicht weiter. Das ist wahrscheinlich auch nicht so von großem Nutzen zum Stehlen. Und hier war, glaube ich, das Badezimmer, ne? Genau. Den können wir, glaube ich, auch nicht stehlen. Der ist ein bisschen groß. Da ist auch nichts. So, jetzt geht's hier ans Eingemachte. Heizkanone? Erhöht die Stärkung des Hochdruckreinigers im Laufe der Zeit. Hä? Make it look nice and clean. Alter, ich habe das Ding rausgeholt. Ich wollte es nicht in der Gegend rumwerfen. Oh, fangen wir am besten hier an. Ich weiß schon gar nicht, wo ich hier anfangen soll. Okay. Also. Auf dem Boden sind wahrscheinlich eh die meisten Sachen kaputt. Die meisten, wie gesagt, nicht alle. So. Oh, ist das geil. Ich kann mich da zwar nicht mehr so genau dran erinnern, aber ich glaube... Oh, stand das auf dem Tisch? Ich glaube, in der Demo hat das viel, viel länger gedauert, bis wir die Sachen weg hatten hier. Also die Flecken. Das hier schon richtig gut. So. Entschuldigung. Ich dachte jetzt noch gerade in dem Moment, ich hoffe, die Lampe geht jetzt nicht kaputt. Die müssen wir ja noch aufstellen. Und wenn man fliegt, wieder weg. Nicht euer Ernst, dass wir hier tatsächlich noch rumlaufen müssen, oder? Okay. Gut. Au. Wo war denn das jetzt hier? Moment. Bin ich jetzt doof? Ach, da. Ich kann noch sagen, irgendwo war das doch. So. Ja, ich denke, dass ich zwischendurch den Müll mal ein bisschen wegsammeln sollte. Da ist auch noch Blut dazwischen. Das nehmen wir mal direkt mit. Ja. Bei dem, was ja alles kaputt ist. Schmeiß weg. Bei dem, was ja alles kaputt ist, können wir schon fast hier mit einem Hochdruckreiniger arbeiten. Ich bin mir nicht sicher, ob die Kerze dadurch kaputt gehen würde. Wahrscheinlich würde sie runterfliegen, aber ob sie kaputt gehen würde, ich weiß es nicht. So, ich will hier nicht ins Blut reintreten. Das können wir auch noch eben wegmachen. Ja, komm schon. Oh, das ist so ätzend, dass man diese ganzen kleinen Dinge, also die ganzen Patronen, alle einzeln anklicken muss und so. Ich meine, klar, die sammelt man natürlich auch real so ein, aber es ist trotzdem einfach nervig. So, die stellen wir mal ein bisschen hier hin. Und das machen wir mal. Ja, ja, genau, das wollte ich wissen. So. Ist da noch genug drin? Ja. Ich
die Ecke hier. Ich hoffe, da kommt noch eine frische Politur dran. Nicht nur der heiße Dampfstrahler hier. Darf ich hier noch umgehen? Ist ja soweit schon mal alles gecleant, ne? Okay. So. Das machen wir richtig. Hier müssen wir mal gucken. Ich glaube, hier können wir nichts machen, ne? Ja, keine Ahnung. Wir brauchen noch drei von den Stühlen. Ich glaube, die könnten ja draußen sein. Ich glaube, das, was da drin ist, das gehört da eigentlich gar nicht hin. So, hier war noch irgendwas. Moment, das müssen wir noch sauber machen. Das. War da irgendwas hinter, was man sauber machen musste? Ich bin mir gerade nicht sicher. Stellen wir uns mal eben rüber. Ach so. Das können wir doch schon reinmachen, bevor wir die... Mann, geh doch da rein. Man drückt bis zum Ende und trotzdem macht das nicht. Okay, da war, glaube ich, die Lampe und das Ding, ne? Genau, daran kann ich mich noch erinnern. Wo das Ding liegt, weil... Ah, doch, da hinten liegt es. Okay. Problem ist, wir werden jetzt relativ... Gut, wir müssen unten noch was machen, aber relativ schnell hier fertig sein unten. Aber oben ist noch mal eine ganze Ecke zu tun. Deswegen, daran kann ich mich noch gut dran erinnern aus der Demo. Ich kann es nur immer wieder betonen, ne? Dieses übertriebene, viele Blut. So gar nicht realistisch. So, dahinter müsste theoretisch noch was sein. Da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz sicher, was davon jetzt das Bild ist und was tatsächlich Blut ist. Och nö, komm. Bist du? Du bist aber ein anderer Stuhl. Achso, du bist einer von den Stühlen da hinten, genau. Nein. So, zumindest an der Ecke haben wir sonst nichts mehr. Sehr schön. Dann mal wieder das Wasser auffüllen. So. Ist aber auch eine Riesensauerei hier mit dem Bild. Nennt sich das da moderne Kunst, ja? Das erinnert mich an diesen einen Einsatz, wo der dann mit Blut irgendwie die Bilder gemalt hat. Da gab es doch auch mal einen Fernsehfilm von, oder? Hat er nicht auch mit dem Blut seiner Opfer, ich glaube, es waren auch nur Frauen, irgendwelche Bilder gemalt? Also wenn ihr jetzt wisst, was ich da jetzt genau meine, also was ich für einen Film meine, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Bin mir nämlich nicht so sicher gerade. Das sieht aber für mich eigentlich gut aus. First things first. Gotta scrub, scrub, scrub. Ja, aber wo? Unten in der Ecke hier? Oder ist das... Ach, die Stelle.
Jetzt, ne? Ja. Okay. Da war kein Blut dran. Ja gut, da hinten war man natürlich noch nicht. Okay. So. Das dürfte ja alles kaputt sein, was hier auf dem Boden liegt. Ich hoffe, dass das Glas dem standhält. Schreck mich doch nicht. Oder wolltest du was sagen? Hast du was zu melden oder was? Dann sag jetzt. Oder schweige für immer. Da liegt noch irgendein Beweis drunter, habe ich gerade noch gesehen. Kann ich das T-Shirt auch sauber machen mit dem Dampfstrahler? Wahrscheinlich nicht mehr. Andererseits, wenn man die Leiche eh nicht findet, warum sollte man sie dann sauber machen? Na, stellen wir erstmal zur Seite, würde ich sagen. Den können... Ja, oder legen wir zur Seite, ist auch gut. Den könnten wir allerdings schon mal dahinstellen. So... Hier einmal zumachen. Cleaning comes before fixing. Was hast du jetzt wieder für Probleme? Oder war das von der rechten Seite aus? Das kann natürlich auch sein. Du bist fast leer. Ich bringe mir schon mal wieder nach drüben. Moment, habe ich da jetzt gerade... Ich habe da gerade irgendwas mit Schlüssel gesehen. Ich stand so. Oh. Stimmt, ich habe mich hier noch gar nicht umgesehen, ne? Good old times. But now I have to deal with Jennifer's body. Sonst haben wir nix. Ich glaube, sonst haben wir nichts. Dann war das wahrscheinlich das, was ich gesehen hatte hier. Umdrehen oder so. Habe ich das jetzt schon hingestellt, oder? Ja. Ich bin hier schon total durcheinander. Attack by surprise. Probably had no idea somebody's after her husband. Jetzt aber. Geht doch. Okay. Muss ich wohl noch... Natürlich wieder. Muss ich nur noch gucken, wo die Lampe eigentlich hinkam. Hier vorne. Okay. Zack. Weil die nämlich hier gerade so ein bisschen... Ja, im Weg rumliegt, ne? Ich komme ja sonst nirgendwo so richtig ran. Du liegst auf meinem Beweisstück auch, aber... Dann machen wir das erstmal weg. Na, das ist, glaube ich, dahinter, ne? Wenn ich jetzt schon mal dabei bin, dann machen wir jetzt erstmal... Achso, hier darf ich nicht durchgehen. Ja, dann machen wir es erst so. Da gehen die aber auch nicht mehr aneinander und werden größer. Ich verstehe es nicht. Früher war das total cool. Okay. Das ist noch ein Fleck.
Nehmen wir erstmal die Leichen. Komm her. Multiple gunshot wounds. The attacker clearly went off the deep end. Did he blame her for her husband's misbehavior? Ja. Was soll man sagen? Und wir hatten jetzt hier noch die Leiche. Dann hatten wir oben auf jeden Fall zwei. Wo war denn die vierte Leiche? Ach so, genau, im Keller war doch eine. So, hier hin. No need to thank me. War das jetzt auf mich bezogen? So. Dann. Mal schon mal einem irgendwo hinstellen, wo der hinkommt. Zack. Den müssen wir nach vorne stellen. Da müssen wir erstmal eben drüber wischen. Damit der Rest nicht auch noch kaputt geht hier. Ja, natürlich müssen die dann alle umfallen. Alter. Tried to make that call, but ran out of time. Ich dachte gerade, mein Handy hat geklingelt. Das habe ich hoffentlich nicht dabei. Bist du sauer? Du bist sauer, okay. Kann ich mich auch hinstellen. So, sieht doch viel besser aus so. Ja. Da komme ich nicht ran, ne? Nee, das ist sauber. Gut, ich bin ja mal froh, wenn der ganze Müll weg ist. Da habe ich mir selber Müll geschaffen beim letzten Mal. Hier sind Blutspuren, da muss ich aufpassen. Das war, glaube ich, auf der anderen Seite. Ja, so rum. Gut, da waren auch Blutspuren. Die kann ich so durchgehen, ne? Genau. Okay. Dann, da ist es. Ich nehme mit. Du kommst dahin. Fehlt noch einer, ja. Das habe ich mir nämlich gedacht. Ach, Moment, hinten hatte ich doch. Genau, ich wollte gerade sagen, hinten war doch auch noch einer. So, dann. Da lag noch einer. Hatte ich nicht eben drei hier? Da kann ich. Ach, das war noch. Ja, dann halt nicht. Dann mal hier hin. Okay. Sonst ist aber, wenn ich das hier richtig sehe, nur noch das hier. Nehmen wir mal den. Ups. Ups, ich dachte, dass ich das mit dem nicht hab. Na gut. Upsa. Nein, ach. Was ist denn hier mit den Vögeln da draußen nicht in Ordnung? Ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme hört. Aber hier ist einer, die ganze Zeit... Die ganze Zeit am Machen. Das hört sich so ein bisschen wie eine Krähe an, aber ich glaube, es ist keine Krähe. Okay. Das ist soweit sauber. Ja gut, bis auf die Tassen jetzt natürlich, die ich jetzt dummerweise doch noch zerbrochen habe. Oder eine Tasse, besser gesagt. So, das können wir... Ja, müssen wir nicht unbedingt. Aber was wir unbedingt machen müssen, ist das mal eben hier hinstellen. Und die mal eben sauber machen, ist ganz wichtig.
Und wenn ich das jetzt mache, schmeißt er das wieder um, ne? Ja. Das ist so saudämlich. Ich verstehe es nicht, warum der das macht. Wieso macht der das jetzt nicht? Hä? Hochdruckreiniger. Was ist das denn für ein Quatsch? Hä, selbst damit reinigt er das nicht. Willst du mich verarschen? Hä? Das ist doch jetzt ein schlechter Scherz, oder? Das Problem ist, ich habe ja jetzt hier überall das... Ja, okay, ich habe noch nicht überall das Blut aufgewischt. Da hinten noch nicht und... Nee, Moment, das ist... Nee, nee, das ist hier von dem... Naja. So. Wer zur Hölle legt eigentlich ein Buch in die Mikrowelle? Ich kann es aber auch nirgendwo anders hinlegen. Sieht natürlich idiotisch aus irgendwo. Und direkt mal gucken. Jesus, das war eine Torture. Habe ich irgendwas verpasst? Funktioniert das jetzt nicht mehr oder was? Hallo. Kann doch nicht sein, dass sie so... Hä? Hier wirklich irgendwas verpasst oder so? Hiermit geht's dann direkt weg. Alter, das muss mir jetzt mal irgendjemand erklären. Handy for breaking bones. So, dann haben wir hier noch. This was not a drill. Haben wir hier vorne noch irgendwas gehabt? Nee, ne? Nur hinten das mit dem Falschgeld. Aha. Ne, gut. This one wasn't enough. Du mich so erschrecken? Ich weiß auch nicht. Ich denke mal nicht, dass die Polizei irgendetwas anders hier hat, wenn man da das Ganze nicht freigibt. Wow. Looks can be that deceiving. Sind das 2-Dollar-Scheine immer? Ich dachte, das wäre mehr. Yes, totally worth it. Money for nothing. Befreie dich vom wertlosen Papier aus dem Keller. Ach so. Das ist ja cool. Dafür gibt es dann jetzt eine Errungenschaft neuerdings. Okay. Wir haben das ja, wie gesagt, alles nur in der Demo gemacht. Hier wäre jetzt theoretisch auch eine Trittleiter, die man mitnehmen könnte. Achso, den müssen wir auch noch mitnehmen, genau. A lot of stab wounds. Keller, alle Aufgaben erledigt. Easy to see, it was deeply personal. So that must be Mark. Hi, Mark. Hm. Das hat er jetzt aber nett gesagt. Es war sehr persönlich. Das muss also Mark sein. Der hat mit deiner Frau rumgevögelt. Hallo, Mark. Ai, ai, ai.
Haben wir dich bald hier drüber. Zack. Hi, Mark. Ach, bye. Ich habe hi verstanden. So, dann haben wir noch die zwei Körper oben und noch eine Riesensauerei. So, das heißt, die können wir mitnehmen. Zack. Und das. Zack. Wie funktioniert das jetzt wieder einwandfrei? Keine Ahnung, was das jetzt war. Weil so eingetrocknet kann es ja normalerweise auch nicht sein. Das war jetzt auch kein Holz oder so. Da unten, das waren ja alles Fliesen im Keller. Hier war jemand. Ach, das ist ein Aquarium, stimmt ja. Ich kenne das zwar aus der Demo, aber einige Sachen kann ich noch mal neu entdecken. Alter, was sind das für Fische da hinten? Du kommst irgendwo hier hin. Komm doch mal hoch. Hallo. So. Jetzt aber. War da noch einer? Noch zwei sogar. Muss ich doch den da hinten nehmen? Ach, du musst schon wieder aufgefüllt werden. Ja, das unten. Das ist, also warum das jetzt nicht weggeht, keine Ahnung. Das verstehe ich wirklich nicht. Ich habe jetzt alle drei Sachen benutzt. Ich muss das dann wahrscheinlich nochmal mit richtigen Reinigungszeugs machen, nehme ich mal an. Und dann bleibt halt mal. So, wische das ganze Blut auf. Hier ist noch ein Stuhl. Da ist noch mal Geld. Ach, da hinten ist bestimmt ein Secret, oder? Oder ist das nur so? Ha. Weil da bin ich nie durchgekommen in der Demo, das weiß ich noch. Is that the surveillance room? It's not like they need it anymore. Das kann man nicht klauen, oder? Da ist noch ein Tape. Maranashi. Kann man die mitnehmen? Nee. Ich habe jetzt gedacht, die sahen jetzt aus wie Gold halt, aber... scheint nicht... Da ist aber was. Ah... bin mir nicht sicher, ob ich das tatsächlich auch in der Demo gefunden habe. Ich weiß nur noch, hier war auch noch was. So much for healthy living. Was werde ich tun, um mein Leben zu verbessern? Eine gesunde Ernährung beibehalten? Ich sollte mindestens 7 Kilo abnehmen, um mich in meinem eigenen Körper wohlzufühlen? Zu Hause oder im Fitnessstudio trainieren? Mindestens 4-mal pro Woche? Vor weniger als einem Jahrzehnt war ich ein bekannter Fitnesstrainer. Verdammt nochmal, ich war auch nicht vor allzu langer Zeit Miss Teen, oder? Fokus auf die Therapie. Es ist Zeit, endlich zu heilen. Antidepressiva allein reicht nicht mehr aus, das weiß ich jetzt. Bedenken, dass Familienzeit wirklich wichtig ist. Ich habe 2 großartige Stiefkinder und einen erstaunlichen Ehemann. Sie geben mir jeden Tag viel Kraft. Tja, so erstaunlich gut war er zumindest wohl nicht. Und sei denn nicht fremdgevögelt. Die kann man auch nicht nehmen. Money, money, money. Können wir auch nichts mitmachen. Ah ja, genau, die können wir noch stehlen.
Das war's, was ich noch im Kopf hatte. Okay, hier kann man nichts mehr machen. Den hätte ich fast übersehen. This message didn't age well. Er weiß von uns. Pass auf, mein Liebster. Ich hoffe, bald bei dir zu sein. Ja, machen wir mal die Überwachungskameras. Ich weiß, das dauert dementsprechend länger. Brute Force Hacking. Ich werde das jetzt durchlaufen lassen und ich hoffe, ich denke daran, das Ganze rauszuschneiden. Wir sehen uns dann gleich beim Ende wieder. Bam! Und wir haben alles. Jetzt müssen wir nochmal alles löschen. Und meinen Schluckauf irgendwie wieder loswerden. Oh Mann. Zack. So, sehr schön. Wobei ich jetzt ein bisschen verwirrt bin. Ach nee, ich glaube... Muss ich den Stuhl jetzt da rein? Was ist denn mit dem Stuhl? Der sieht anders aus. Ja, ich denke, dass das wohl der Stuhl sein wird. Naja, der wird jetzt nicht... Hallo, nimmst du den mal mit? Der wird nicht da als fehlend angezeigt. Okay, perfekt. Alle Möbel, die Müllsäcke entsorgen, ist klar. Das nehmen wir mit. Ach so, Moment, die Lampe. Stecken wir mal eben ein. Habe ich hier oben das Ding aufgemacht? Bin mir jetzt nicht sicher. Okay. Ich nehme natürlich mit. Da bin ich mir ehrlich gesagt auch nicht sicher, ob ich das in der Demo gemacht habe. Aber ich glaube, da habe ich auch weniger geklaut oder so. Ich bin mir nicht sicher. Lampen. Die setzen wir hier rein. Ich glaube, die unterschiedliche Farbe bestand jetzt daraus, weil das eine ein bisschen eingetrockneter war als das andere, ne? Oder wie war das? Das Badezimmer war... War das das mit der kaputten Tür? Ich glaube, ja. Ja. Gut. Aber so weit bin ich ja jetzt auch nicht von dem Hochdruckreiniger entfernt. Also, naja. So, das Ding geht eigentlich noch. Hab ich da... Nee, da konnte ich auch nicht reingucken. Okay, da kann ich nichts mitmachen. Die wollte ich noch eben loswerden, bevor die jetzt sonst wo landen. Oder vielleicht sogar irgendwie da drunter landen oder so. Was ist das denn hier? Joyful nihilism. Is that what makes this whole ride worthwhile? Tyler Pitt? Ach. Hey, Edgelord, entspann dich mal. Ein vollständiger Leitfaden zum fröhlichen Nihilisten werden. Aha. Okay. Na gut. Kümmern wir uns erstmal hier noch um das Blut. Ach ja, wer den Teil davor gesehen hat, nee, das wollte ich nicht, wer den Teil davor gesehen hat, nicht, sondern wer den Prolog gesehen hat, weiß ja schon, was hier kommt. Der Streamer. Davon muss ich einfach einen Screenshot machen. Es könnte jeden treffen, auch uns selbst. So. Das Schlimme ist, dass das gar nicht mal so weit hergeholt ist. Ich habe ja schon öfter jetzt auch Berichte bekommen, also vorwiegend über von Amerika, wo tatsächlich Leute mitten im Stream ermordet worden sind, unter anderem.
Muss aber schon richtiger Hass auf die Person gestanden haben. Anders kann ich mir das nicht erklären. Gut, in diesem Fall war es jetzt in Anführungszeichen wahrscheinlich nur. Der war jetzt zur falschen Zeit am falschen Ort, nehme ich mal an. So. Schmeißen wir die Sachen erstmal weg. Ich glaube, das war, da hatte ich schon was drin, ne? Das heißt, ich muss das wahrscheinlich. Ja, ja, ich wusste das. Das ist der Ausgang, also. Zack. Ich hoffe, ich habe einigermaßen getroffen. Wenn nicht, werden wir nachher ein Problem haben. Aber hier kann ich jetzt nicht. Ich sehe nichts. Ja, da oben ist aber auch nichts offen. Ich wollte gerade sagen, ich kann jetzt hier nicht irgendwie drüber springen und drüber klettern, damit ich dann die Leiche nachher. Your concerns were legit. Ja? Dad had an affair and fucked the whole family by accident. Omnome 18. Kara, bist du da? Bitch, please. Ja, was ist los, Mabel? Omnome 18. Ich drehe gerade durch. Bitch, please. Warum? Omnome 18. Ich glaube, Papa hat eine Affäre. Habe ihn mit einer Frau am Telefon reden hören. Das war nicht Mama, da bin ich mir sicher. Bitch, please. Mach dich nicht verrückt, Mädel. War wahrscheinlich nichts. Omnome 18. Ich weiß nicht. Vielleicht hast du recht. Vielleicht bin ich auch. Bitch, please. Sicher. Und ich kann nur mit dem Kopf schütteln, wer so bescheuerte Namen aussucht. Oh Mann, das ist nicht Gold, ne? Ist wahrscheinlich gar nichts Goldenes dabei. Achso, die muss ich komplett zerstören. Ach, das war das Schlafzimmer. Ah, ja, okay. Ich habe die Axt. Habe ich die Axt gekauft eigentlich? Oh ja. Cool. Ja, 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 das war das Schlafzimmer. Dann ist das nämlich hier hinten das Badezimmer, wo ich das auf. Nehmen wir den noch mit. Wo ich das auffüllen kann, das wollte ich sagen. Tue ich den am besten hin. So, ich würde sagen, die füllen wir auch mal direkt auf. Bevor wir hier irgendwas anderes machen. Noch irgendwelche abgenommenen. Ringe oder so. Nö, aber ein Schlüssel. Cool. Waschküchenschlüssel. Waschküchen? Nein. Sag bloß, ich habe das im Prolog nicht gesehen. Als ich den gemacht habe. Das ist doch die Waschküche unten, oder? Ich stelle das Ding mal eben hier hin. Das will ich jetzt wissen. Das ist doch das hier. Nee. Moment, oder ist es das vorne gewesen? Aha! Ja, cool. Hier ist irgendwie so gar nichts, aber cool. Ah, doch, Geld. Nachtigall-Likör dir Trapsen. Sehr schön. I pity the living. Envy for the dead. Okay. Das war aber alles, ne? Hier ist keine Kassette. Na gut. Aber cool, haben wir tatsächlich noch was rausgefunden, was wir vorher. Aber das muss ich dann doch wirklich übersehen haben, oder? Ich meine. Achso, ich hatte. Ah nee, das war blau, ich wollte gerade sagen. Hatte ich das denn echt übersehen? Also, ihr. Ihr seht bzw. hört mich hier gerade so ein bisschen geschockt, weil das lag ja jetzt einfach so auf der Toilette oder habe ich das an mich genommen?
einfach gar nicht mitbekommen, was das war, sage ich jetzt mal. Und bin dementsprechend dann auch nicht mehr runter und hab's nicht mehr geöffnet. Also in der Demo-Version. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich sowas übersehen habe. Also bei meinem Glück schon, ne? Aber... Looks fine now. Das ist echt krass. Ich bin echt überrascht jetzt gerade. Bald können wir uns hier im Zimmer ein wenig bewegen. Hoffen wir es. Scheint nur doch noch etwas länger zu dauern hier. Grundreinigung. Don't have a key. A hatchet will do. Ach, das ist meine Axt. Okay. Kleine Axt ist natürlich ein Beweisstück. Ich vermute mal, das war dann die Axt, mit der die Tür kaputtgeschlagen worden ist. Hilfe. Geht gerade alles weg. Ich denke mal, viel weiter dürfen wir auch nicht gehen, weil wir gleich keinen Kontakt mehr haben. Und ich glaube, wir sollten zwischendurch auch mal ein bisschen Müll entsorgen. Ja, hier ist jetzt so viel rumgeflogen. Ja, natürlich. Zack. So. Da hinten haben wir nichts mehr. Ich denke, das war jetzt die Lampe, die hier im Eingang drauf muss. So, einmal das. Ja, weil ich im Weg stehe, ne? Ja. Habe ich mir schon gedacht. Oder nicht? Ach, da hinten muss die hin, okay. Dann muss ich dich mal eben... Du warst jetzt leer, ne? Deswegen hatte ich das aufgehört, ja. Nun gut. Solange hier mit Müll loswerden, nicht die Leichen gemeint sind, ist alles gut. Das ist sauber. Mir fast. So, den. Achso, doch, den kann ich so mitnehmen. Ja. Ach, das ist die. Okay. Das ist die Kerze, die ich hier die ganze Zeit. Ich denke die ganze Zeit, was bewegt sich denn da in der Ecke? Darunter ist ein Text. Ach ja, ist ja gut, dann machen wir es halt so. Na komm, bleib auch da. So, dann kann ich die Sachen hier schon mal alle aus dem Weg rausräumen. Es sei denn, dass wir da noch was sauber machen müssen. So. Kommt denn der Stuhl hin?
Er kommt hier hin. Zack. Ein bisschen so. Zwar. Da. Da können wir noch durchlaufen. Ist das jetzt eine Kette? Nee, ist keine Kette. Können wir noch. Das ist kein Blut, das ist Kunst. Okay. Muss man ja immer zweimal gucken heutzutage. So, hier unten ist auch noch was auf dem Boden. Nee, du sollst. Ach, dann bleib doch einfach liegen, Mann. Gerade noch sagen, du sollst hier. Ich muss ein bisschen aufpassen, aber ich glaube, das geht auch so, ne? Der hat die Ecke, glaube ich, jetzt mitgenommen. Keeping calm is the best I can do. Mhm, ja. Das nehmen wir mit. Oh, sehr hübsche Tochter hat er gehabt. Aber hilft ja nichts. Sterben müssen wir alle irgendwann. Und irgendjemand muss sich immer um unsere Leichen kümmern. Also kümmern wir uns jetzt aktuell. Zumindest in diesem Spiel natürlich. Nicht in der Realität natürlich. Kümmern wir uns dann um andere Leichen. Elf Möbel müssen. Achso, ja klar, oder? Erster Stock. Ne, der ganze Stock ist gerechnet. Ich wollte gerade sagen. So, ich weiß immer noch nicht genau, wie ich das mache oder ob das überhaupt möglich ist. Achso, das ist wieder ausgegangen. Sag mir das. Nein, nein, nein. Ach, F dich doch einfach, Mann. Bleib einfach liegen. Das ist mir egal. Aber gib mir jetzt endlich das Ding. Mensch. Aber das wurmt mich ein bisschen. Ich glaube nämlich nicht, dass wir noch eine Kassette finden. Und ich bin mir jetzt auch gerade ehrlich gesagt nicht sicher, ob wir jetzt eine oder zwei Kassetten bisher gefunden haben. Wir haben auf jeden Fall noch den Geheimraum gefunden. Den hatten wir in der Demo nicht. Also den hatten wir wahrscheinlich, aber den haben wir nicht gefunden in der Demo. Beziehungsweise sind gar nicht erst gucken gegangen. Hm. Da ist noch eine Kassette. Einmal. Lulu Suicide. Da kann man nichts öffnen. Okay. Den Müll müssen wir dennoch wegnehmen. Komm ich nicht ran. Oh, ist das euer Ernst jetzt? Moment, da war doch gerade was. Alter, okay. Der ganze Müll scheint weg zu sein. Das Problem ist nur. Ich hoffe ja immer noch, dass ich irgendwann mal eine Errungenschaft bekomme, wenn ich wirklich alle Gitarren gefunden habe und dann alle benutzt habe. Das steht normalerweise da. Okay. Tja, ich kann nur öffnen drücken. Ich gehe mal von ganz weit hin. Ich gehe mal von hier ganz, ganz vorsichtig. I need to be careful, so she doesn't fall. Fuck. Also ich gehe mal stark davon aus, dass das tatsächlich Verarsche ist und dass man die überhaupt nicht vorsichtig öffnen kann. Wenn ihr das Ganze selber spielt oder mal vielleicht irgendwo gesehen habt oder gehört habt,
und es doch die Möglichkeit geben sollte, das Ganze vorsichtig zu machen, kann ja sein, dass es möglich ist für eine Errungenschaft, dann schreibt mir das bitte, bitte in die Kommentare und wie das möglich ist. Weil das würde mich wirklich interessieren. Ach, da bin ich mir nicht sicher, ob wir die beim letzten Mal gefunden hatten. Ich dachte jetzt gerade zuerst, das ist was anderes. Weil ich denke nicht, dass man hier irgendeine Möglichkeit hat, hier hochzuklettern oder so. Da unten gehen wir noch hin, aber wir kämen da nicht hier hoch, denke ich. Ja, glaube ich nicht, dass wir da irgendwie hochkommen würden. Wische das ganze Blut auf. Also ja, das ist der ganze erste Stock, genau. Nee, ich wollte eigentlich hier nur nochmal rumgucken. Ich glaube hier... Oh doch, Moment, da drunter habe ich gerade noch was gesehen. Moment, Moment. Das war's aber, oder? Nehme ich mal... Achso, die hat ja jetzt keine Tür mehr. Haha. Okay, da hatte ich alles nachgeguckt. So, dann... Den bringen wir nochmal schnell zum Wasser. Ja, ich glaube nicht, dass wir jetzt schneller sind als beim Prolog, wenn ich jetzt ehrlich bin. Weil... Ich weiß nicht mehr, wie lange wir dafür gebraucht haben, aber ich glaube, wir werden genauso lange brauchen. Impulsive Gamer. Tja, das Gesicht sieht halt ein bisschen eklig aus, ne? Das ist sauber soweit. Ja, ich bin immer zu weit entfernt. Ich weiß, ich weiß. Ich will mir hier doch nur eine Schneise reinmachen. Gibt es hier eigentlich wieder irgendwas, wo wir den Ball reinwerfen können? Nee, oder? Sieht so ein bisschen aus, als ob ich hier gerade mit einem Heiß... Ja, danke, dass du mir jetzt hier extra runterspringst. Mit so einem Heißluft-Ding irgendwie den Schnee wegmache oder sowas. Wobei der Schnee natürlich nicht lila ist, ist mir schon klar. Aber ja, ich darf auch wieder nicht. Ist ja gut. Hier, wo ist das Ding überhaupt da? Ein bisschen kann ich ja noch machen. Muss aber den erstmal entsorgen. Just imagine playing some FPS and ending up with a bullet in your head. Now that's what I call immersion. Ach, da... Moment, bin ich da oben eigentlich gucken gegangen in der Demo? Da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so sicher. Es kann tatsächlich sein, dass ich das nicht gemacht habe. Ich laufe übrigens gerade, ne? Nur so zur Info. Die sind sehr schwer hier, die Leichen. It was nice not knowing you. Es war schön, dich nicht gekannt zu haben, genau. Warte mal, den nehme ich aber schon mal mit, weil sonst vergesse ich den nachher noch. Ich werde zwar nochmal draufdrücken und alles. Und der zeigt mir ja auch immer an, ob ich die Säcke entsorgt habe, klar. Aber bevor ich den dann hier nochmal suchen muss und alles. Die habe ich ja alle schön hier parat. So. Ich glaube... Och, ich glaube, das habe ich aber nachgeguckt, oder? Pferdchen? Ich meine, das habe ich da auch gestohlen. Oh, oh, ich höre die Polizei. Läuft das hier plötzlich auf... Auf Zeit? Das ist doch noch was. Ah. Den habe ich noch hier drin stehen. So.
Also wenn das so einfach gehen würde, einen Greenscreen wieder zu säubern. Ich habe hier auch noch einen. Na gut, der hat keine Blutflecken, muss ich dazu sagen. Der ist überhaupt nicht dreckig. Außer vielleicht ein bisschen Staub dran oder so. Das kann ja immer mal passieren. Dreh dich hier doch nicht die ganze Zeit mit Stuhl. So. There. No one will even notice. Ja, vor allen Dingen die Nachricht. You died, ne? Da hat einer richtig viel Witz gehabt in den Backen hier. Richtig viel Witz. Wo kommt das denn hin? Doch dahin. Ich dachte nur, ich könnte das dann aufstellen. Okay. So. Dich müssen wir nochmal auffüllen. Noch 6 Möbel wieder richtig rücken und 3% Blut. Das nehmen wir hier mal komplett mit rüber. Zack. Ich weiß gar nicht, habe ich in der Demo die ganzen Tüten aufgesammelt? Oder habe ich die da liegen lassen? Kann sein, dass ich die alle aufgesammelt habe extra. Nach dem Motto, die waren doch, die Polizei geht doch bestimmt davon aus, dass sie ordentlich waren. Ah, sehr schön. Danke. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, cool, dann können wir die ja im Endeffekt auch schon wieder mitnehmen. Oh, Hallöchen. Der hat nicht ernsthaft so viel Gras in der Schublade. Alter, ich habe keine Ahnung davon, was viel ist und was nicht und was man haben darf. Aber ich weiß, dass das definitiv zu viel war. Sehr schönes Bild übrigens. Wesentlich zu viel. Da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, ob wir das in der Demo hier durchsucht haben. Boah, so ein Fernseher direkt vorm Bett. Ich glaube, Takt, ey. So, Moment. Der kommt. Theoretisch. Dahin. So. Du könntest hier irgendwie. Oder bist du das auf der anderen Seite? So. So. Die Stöcke muss ich nicht wegtun, oder? Ist da noch irgendwas? Nee. Du müsstest theoretisch hier auf der Seite sein. Nee, du bist auf der anderen Seite, ne? Dahin. Hier oben ist noch eine Tür. Die haben wir in der Demo auf gar keinen Fall betreten. Es ist ein Balkon. Alter. Da ist irgendwas. Oder ist das drin? Ich bin mir nicht sicher. Er hat auf jeden Fall heimlich geraucht. Oh, hier ist noch Geld. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Wenn ich jetzt hier runterspringe, komme ich wahrscheinlich nirgendwo mehr hin, oder? Ich weiß nicht, ob man da unten... Ist das ein Geheimnis? Komme ich da unten vielleicht wieder rein? Ich habe absolut keine Ahnung. Kann man unten die Tür von der anderen Seite vielleicht öffnen? Weil wenn ich jetzt hier runterspringe und dann aber bugge oder so. Ich muss mal eben speichern. Ich kann gar nicht speichern, stimmt ja. Wenn ich traue mich nicht, da runter zu springen. Aber theoretisch, also was ich heute gesagt bekommen habe, dass man komplett runterspringen kann und wohl nicht stirbt. Und ich weiß halt nicht, ist hier ein Geheimnis drin. Und ich will wissen, was das hier ist. Wieso kriegt man das hier nicht weg? Hm. Ich kann doch das Ding nicht wegmachen. Oder ist das irgendwie... Ach, das ist tatsächlich auf der anderen Seite. Oh. Gamers, brace yourselves.
Erste Eindrücke vom Retro-Junk 1777. Alle Simulator, ein Sim, um sie alle zu beherrschen. Kein Crunch und ewiges Glück. Interview mit dem CEO von Exploit Soft. Zu lange spielen kann ich buchstäblich umbringen. Doch, ihn hat es auf jeden Fall umgebracht, aber vermutlich eher nicht das zu lange Spielen. Na gut, dann packen wir die wieder ein. Mich würde das jetzt trotzdem interessieren, Mann. Erster Stock gesäubert. Das ist noch meins. Habe ich jetzt die Lampe hier nicht noch stehen irgendwo? Da hatte ich die jetzt schon eingepackt. Ist alles unten? Ja, anscheinend habe ich die schon eingepackt. Jetzt will ich aber trotzdem wissen, das ist da. Das ist die Seite hier. Mhm. Aber ich habe so Angst, dass ich das Spiel kaputt mache, wenn ich jetzt da runterspringe, weil so kann ich die Tür ja nicht öffnen. Und wenn ich von der anderen Seite aus stehe, werde ich sie wahrscheinlich auch nicht öffnen können. Also falls ich da überhaupt drüber springen kann. Und ich habe das Gefühl, wie gesagt, dass dann das ganze Spiel komplett kaputt ist. Und da habe ich echt Angst vor. Also Wasser, oben ist nirgendwo mehr was. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, klar, sind ja noch 5 Restsäcke. Ach so, ja, eine Stelle habe ich doch noch, genau. Eine Stelle muss ich noch säubern. Ja, jetzt lauf doch nicht dran vorbei hier. So, wenn ich gleich schreie, als ob ich einen Jumpscare bekommen hätte, dann war das eine Fruchtfliege, die mir hier vor die Nase geflogen ist. Wo ich gerade so sprachlich auch ein bisschen gestockt habe. Da habe ich mich nämlich gerade... Hoppala, da wollte ich nicht runter. Da habe ich mich nämlich gerade voll erschrocken, als sie vor meinen Augen hier rumgeflogen ist. So. Wir machen jetzt erstmal die ganzen Säcke noch weg. Und dann machen wir da hinten die Ecke. Da müssen wir zwar wieder Säcke wegmachen. Wieso habe ich denn da unten jetzt auch noch einen liegen? Jetzt steht... Moment, da steht aber immer noch drin. 3 entsorgen. Also das würde wieder passen. Hä, wo habe ich denn eben drauf geguckt? Hm, keine Ahnung. Oder habe ich den aus Versehen umgestoßen, irgendwie beim Rauslaufen oder so? Ich weiß es nicht. Ich habe es gerade so gar nicht mitbekommen. Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin wahnsinnig müde, weil ich noch am Kämpfen bin gegen den Virus in meinem Körper. Und ja, ich eigentlich wesentlich mehr Schlaf bräuchte, aber mich dazu zwinge, den nicht zu nehmen, weil ich nämlich alles soweit aufnehmen möchte für euch. Übrigens, ich habe mich mal extra ein bisschen informiert. Ich habe mich noch nicht spoilern lassen vom Inhalt her, aber ich weiß, dass es insgesamt, also mit dem, mit diesem Probejob, sage ich jetzt mal, 10 Kapitel geben wird. Also gibt. Entsorge Körper, werde den Müll los. Haben wir hier drin jetzt noch einen Müll? Nö. Da muss ich nur Müll, genau, nicht Müllbeutel. Das war der feine Unterschied. Okay, dann können wir jetzt dahin. So, weil die Leiche ist natürlich hier runtergeflogen. Ich gucke nur gerade. Achso, jetzt laufe ich ins Blut rein. Das wollte ich allerdings nicht. Ich wollte gerade sagen, ich Idiot, habe das jetzt natürlich nicht mehr aufgefüllt. Das ist jetzt die große Frage, ob ich das jetzt nochmal machen muss. Can't really call it a soft landing. Nein, das ist es wirklich nicht. Wie gesagt, ich würde aber wirklich gerne wissen, ob man das tatsächlich verhindern kann oder ob das einfach nur Verarsche ist. Und ich sage jetzt mal ganz blöd, Entwicklerhumor. Oh, das wollte ich eigentlich nicht. Das ist so unlogisch, ne? Die großen Teile muss man teilweise nicht machen,
Aber kleinere, die muss man dann kaputt schlagen oder hacken oder was weiß ich. Hard to imagine losing a child like that. Ach ja, das war die Tochter. Ich habe mir das jetzt gar nicht angeguckt gerade. Aber das war natürlich die Tochter, die da jetzt runtergefallen ist. Tja. Andererseits, so sein Kind zu verlieren, ist natürlich auch komisch ausgedrückt, weil die ganze Familie ist da draufgegangen, ne? Ist ja nicht so, als ob nur das Kind verloren gegangen ist. Kann ich schon mal zumachen, ne? Ich habe ja die ganzen... Machen Sie Fotos im Schwimmbecken. Oh, gut, dass ich da kein Wasser reingelassen habe. Wie kann ich denn eigentlich Fotos machen? Ich hatte irgendwie... Wie ging das denn? Mülleimer, Schwämme... Musste ich da irgendwo hingehen? Oh, ganz ehrlich, ich weiß es nicht mehr. Hier ist... Ach so, er interagiere. Ah, ja, 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 so war das, genau. Hallo? Einmal Escape steht... Also ich muss zwei Fotos machen. Ach ja, das war das mit dem... Machen Sie Fotos im Keller. Okay. Das mussten wir bisher noch nie machen. Hatte er das gesagt, dass wir Fotos machen sollten? Also ich kann mich daran erinnern, auf jeden Fall, dass das in der Demo auch gewesen ist. Och, ja, natürlich. Aber ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, dass der, ob der das jetzt gesagt hatte oder nicht. Ist das hier Blut? Oh ja. Nein, nicht bloß. Aber sonst ist ja keins, ne? Drunter ist zwar noch ein bisschen Blut, aber darum kümmern wir uns gleich. Erstmal die Sachen hier aufräumen. Oder auch nicht. So. Ach ja, daran kann ich mich erinnern, dass wegen den großen Teilen, dass man hier so wahnsinnig viele Säcke auf einmal voll hatte. Ah, 5 Stück müssten jetzt aber reichen insgesamt. Ja nicht. Ja, das können wir mal eben so reinigen. Sollte sonst kein Blut mehr sein. Vor allen Dingen steht ja oben nicht mehr, dass ich da irgendwas reinigen muss oder so, ne? Also vom Blut her. Eigentlich hätte ich das theoretischerweise sogar lassen können. So, dich nehme ich mit. Die Müllsäcke sind klar. Das ist das, wo man Fotos macht und da hinten wird mir das ganze Wasser angezeigt. Okay. Also, dreimal muss ich noch dahin wegen den Müllsäcken. Und dann mache ich die Fotos noch zum Abschluss. Nicht rausfliegen. Ich wollte gerade sagen. Das hatten wir ja, ich glaube, beim letzten Auftrag. Also in der Pizzeria auf jeden Fall. Da hatten wir das ja schon, dass das ein bisschen doof gelaufen ist. Was ist denn hier mit euch? Warum liegen hier die ganzen Bierflaschen so rum? Kein Schwein würde die so hier liegen lassen. Ich weiß, das gehört nicht zur Aufgabe, aber ich mach's trotzdem. Das soll ja ordentlich aussehen hier, ne? Ich verstehe. Nee, kann man nicht öffnen. Schade. Ich dachte, vielleicht könnte noch ein Geheimnis drin sein. Dass wir auch so bei der Demo nicht gefunden haben oder so. Aber nee, war leider keins drin. Pupp. Wenn ich einen halben Herzkasper bekomme, weil ich Geräusche hinter mir höre, dann weiß ich, die Säcke sind richtig drin.
Okay. Upsa. Fast dran vorbeigelaufen. So, da muss ich dann nicht mal runterlaufen. Ach, ich dachte gerade, die haben sich umgedreht. Alter, ich kriege hier schon ein Herzkasper. Ach Gott. Okay, einen Müllsack müssen wir noch mitnehmen. Würde ich jetzt tatsächlich auch vorher eben wegräumen. So, unten sieht soweit alles gut aus. Gut. Ja, super. Dann sind wir auch gleich fertig. Hier nicht. Fotos im Keller. Wahrscheinlich, weil wir den nicht vergessen sollten. Ich guck nur gerade. Nicht, dass ich hier noch irgendein Geheimnis übersehe oder sowas. Interagiere. Erster Stock. Konnte man das öffnen? Nee, da ist gar nichts zum Öffnen. Na gut. So. Aber wo? Da. Machen Sie Fotos im Erdgeschoss. Verlassen Sie den Tatort, wenn Sie bereit sind. Ich bin mehr als bereit. Ich denke auch, dass ich den perfekt hinterlassen habe. Ich weiß halt nur nicht, ob es vielleicht noch irgendwo ein Geheimnis gibt, wo ich jetzt so nichts mit anfangen kann gerade. Schade, wenn man das nicht vorher weiß. keine Aufnahme an dem Ort. Ja, dann würde ich sagen, sind wir mal weg. Arrivederci. Perfekte Blutzahl, 100% perfekten Müll, 100% perfekte Möbel, alle Beweise gefunden. Alle Leichen entsorgt. Na gut, die erste Seite ist ja normalerweise, ne? 12.000 für den Auftrag, 6.632 noch dazu. Schon mal nicht schlecht. Yes! Wir haben endlich mal alle Kassetten gefunden. Aber ich habe es mir schon fast gedacht. Ein Geheimnis haben wir nicht gefunden. Ich weiß nicht, ob es das ist, wo ich runterspringen wollte. Wenn ich das mal, wenn ich daran denke und das mal vielleicht irgendwo sehe, ich würde es nämlich gerne mal gucken, ob andere runtergesprungen sind oder nicht, dann werde ich euch das auf jeden Fall noch unten in die Kommentare reinschreiben und werde das Ganze anpinnen, also als ersten Kommentar. Oder falls ihr schneller seid als ich und irgendeiner die Antwort kennt, der kann es natürlich gerne in die Kommentare reinschreiben. Dementsprechend würde ich das dann natürlich auch anpinnen. Also die eine Kassette habe ich auf jeden Fall das letzte Mal nicht gefunden. Ich weiß nicht, welche von denen. Aber das wurmt mich jetzt hier ein bisschen. Ich hätte vielleicht doch da runterspringen sollen. Naja. Wir haben trotzdem beide Errungenschaften bekommen. Ja, und ich muss nur noch ins Bett gehen. Ich war gerade am Gucken. Achso, den Fertigkeitenbaum. 12 Punkte, sehr schön. Dann mache ich nämlich hier dieses vom Hochdruckreiniger noch rein, weil das nervt mich ein bisschen, ehrlich gesagt. Ich finde den immer noch am geilsten. Ich kann nicht... Ach, ich habe da tatsächlich keine Punkte drin gehabt. Da mich das doch sehr nervt, mache ich da jetzt auf jeden Fall Punkte rein. Was ist das denn? Erhöhte Reichweite?
Erhöht die Kapazität der Müllbeutel. Ja, das klingt logisch, aber erhöht die Reichweite. Ach so, der Müllerkennung. Ach so. Ja, Kapazität der Müllbeutel wäre schon ganz schön, aber wenn ich die zu dritt machen kann, ist das ja auch schon mal gut. Eine tragbare Taschenlampe. Ach so, die ich am Körper trage. Das wäre jetzt auch nicht schlecht. Eine zusätzliche UV-Lampe, die Licht in alle Richtungen ausstrahlt. Tut die das nicht? Ich denke, die tut das auch. Ich will meine Punkte jetzt nicht dafür ausgeben, aber eigentlich ist das schon ziemlich geil. Reinigungsmittel habe ich bisher ehrlich gesagt noch gar nicht benutzt. Ja, weil es halt im Eimer ist, ne? Also, öfter zu... Sie können zwei Reinigungsmittel in den Eimer geben. Gibt es auch irgendwas, da ich den nicht mehr umstoßen kann? Das wäre natürlich gut. Ja, aber das ist natürlich nirgendwo drin. Die Reinigungskraft... Ja gut, das sind aber jetzt die Reinigungsmittel. Hier, das habe ich alles drin übrigens. Das nur so zur Info. Deswegen habe ich hier jetzt auch endlich keine Abkühlzeit mehr. Das heißt, ich kann es immer direkt benutzen. Ja, ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, weil so viele Punkte haben wir nämlich jetzt gar nicht. Und wir hätten eigentlich, müssten wir mehr damit machen. Schwamm wäre natürlich gut, erhöht alle Statistiken um 3. Ist das hier mit Statistik gemeint? Solche Sachen, oder? Erhöht die Fähigkeit, besser zu reinigen. Das wäre natürlich nicht schlecht. Jetzt mit der Taschenlampe würde mich auch interessieren. Schwere Schwämme verschmutzen weniger. Gut, das habe ich eigentlich nirgendwo, oder? Doch, das habe ich hier. Nee. Doch, das habe ich da. Man kann aber irgendwie nicht beides nehmen, ne? Der Mob. Ich mag den Mob eigentlich sehr. Was ist das mit der Zeit? Reinigungsgeschwindigkeit, erhöht die Geschwindigkeit beim Verwenden von Wischmob und Schwämmen. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Aber da muss man sich für eins entscheiden. Geschwindigkeit. Sie können einen zusätzlichen Schwamm mitführen. Oh, das hört sich gut an. Mob und Schwamm hinterlassen keine Blutflecken mehr. Oh, das wäre... Das wäre cool. Aber die reinigen aber trotzdem nicht, oder? Da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so sicher. Ja, 6 Punkte sind natürlich nicht so viel. Ich würde sagen, ich mache mal mit dem Hochdruckreiniger erstmal weiter, weil die mag ich halt unheimlich gerne. Erhöht die Reinigungsabdeckung, erhöht die Reinigungsfähigkeit für schwierige Flecken. Erweitert die Reinigungs um 20%. Also könnte ich eigentlich eins da machen, oder? Das habe ich hier, glaube ich, auch gemacht, genau. Machen wir jetzt hier erstmal die Abdeckung und danach mache ich dann das mit den Schwierigkeiten. Ja, dann habt ihr zumindest mal gesehen, was ich alles so drin habe. Nee, das ist von dem Wohnzimmer. Ich dachte gerade, hier ist irgendwas Neues gekommen. Dann würde ich mal sagen, da wir sowieso nur ins Bettchen gehen müssen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge zum Start der nächsten Mission wieder. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!